flip out the blackjack, make a new plan and stand. You don't need to be coy, Roy, just listen to me. Hop on the bus, Gus, you don't need to discuss much. Just drop off the keyly and get yourself free. Boah, ist die Musik nicht toll? Ich möchte Sie recht herzlich hier begrüßen. Mein Name ist Michael Hoch, ich bin der neue Rektor der Universität Bonn. Irgendwie ist es vielleicht ein bisschen so, wie Sie es jetzt auch fühlen. Vieles ist noch aufregend, auch für mich. Ich bin jetzt seit 1. Mai im Amt. Das erste Mal, dass ich hier bei der Preisverleihung tätig bin als Rektor, komme ich gleich nachher noch drauf. Und es ist immer wieder großartig, in die Gesichter der Schülerinnen und Schüler zu blicken, der Eltern, der Lehrer, die erwartungsvoll dann diesem Ereignis auch harren und gleichzeitig zu realisieren, welch großes Glück es doch ist, wenn man im Leben was gefunden hat, für was man sich wirklich engagieren möchte, wo man neugierig ist, wo man sich angestrengt hat und am Ende vielleicht belohnt wird. Und selbst wenn man nur mitgemacht hat, dieses Gefühl gespürt hat, dass es doch auch wertvoll ist, sich für eine Sache zu engagieren. Das finde ich großartig und ich freue mich immer sehr, wenn wir auch diese Ereignisse haben, wo es letztendlich um eine Feierstunde geht und wo es um Belohnung geht und wo diese Hartnäckigkeit, diese Kreativität, diese Innovation beim Finden von Themen auch dann belohnt werden kann. Ich möchte, so wie ich es auch schon am Anfang jetzt erkennen lassen habe, zuallererst natürlich die Schülerinnen und Schüler recht herzlich begrüßen, aber auch ihre Lehrerinnen und Lehrer und die Schulleiter, Schulleiterinnen. Denn sie spielen die Hauptrolle heute. Sie sind, sagen wir, durch die Arbeit, die sie im Kontext dieser Facharbeiten gemacht haben, auch an den Punkt gekommen, dass sie Erkenntnisse gesammelt haben in unterschiedlichen Fachgebieten, 6 Fachgebiete, die heute auch, sagen wir, wo Prämierungen dann stattfinden werden: Biologie, Physik, Chemie, Geografie, Mathematik und Informatik. Ich habe mir zusammen natürlich mit den vielen Gutachtern, die aus der Universität gekommen sind, 17 haben ihre Arbeiten beurteilt, 111 Arbeiten waren es, die eben eingeschickt worden sind. Ich habe mir diese Arbeiten angeschaut, die prämierten Arbeiten, und bin immer begeistert, welche Themen dort dann auch bearbeitet worden sind. Das werden Sie nachher dann auch noch hören. Das ist eine ganz, ganz große Spannbreite. Auch sehr interessante, sehr aktuelle Themen sind dabei repräsentiert. Und ich möchte Ihnen quasi aus meiner Warte jetzt auch schon mal sagen, dass Sie auf diesem Weg weitermachen sollen und wir uns wirklich freuen würden, wenn dieses Engagement und dieses Feuer, was Sie vielleicht in sich selbst gespürt haben, wenn Sie das auch in die nächste Lebensphase übertragen könnten, zum Beispiel an der Universität. Nun, dieses Engagement, was Sie letztendlich auch gezeigt haben, die Prämierung dieses Engagements wäre nicht möglich ohne die Dr. Hans-Riegel Stiftung. Sind die Dr. Hans-Riegel Fachpreise, die wir heute vergeben. Und ich möchte dann meinen zweiten Dank aussprechen an die Vertreter der Stiftung. Zunächst mal den Vorstandsvorsitzenden Dr. Schneider, der mir zusammen nachher hilft, auch die Urkunden zu verteilen. Also herzlichen Dank für Ihr Engagement. Die Frau Professor Hensler, die hier auch in der ersten Reihe sitzt, Mitglied des Vorstandes ist, und den Herrn Alfter, der Geschäftsführer der Stiftung, und Projektleiterin und Projektleiter Frau Rössle, Herr Laffin, herzlichen Dank für Ihr Engagement. Und ich würde jetzt vielleicht selber zunächst mal einen Applaus geben und möchte Ihnen ganz herzlich danken. Sie müssen sehen, das ist nicht alltäglich. Also die Stiftung, das ist heute das 9. Mal, dass diese Preise vergeben werden.
Und ich möchte auch recht herzlich danken für die Nachhaltigkeit eines solchen Projektes. Gell? Weil Projekte zu beginnen ist eine Sache, aber die wirklich auch durchzuhalten und dann über längeren Zeitraum das Engagement zu zeigen, ist eine andere. Und deswegen wirklich mein ganz besonderer Dank an Sie. Nun, es gibt einen weiteren Personenkreis, dem ich recht herzlich danken möchte. Und zwar sind es die Gutachterinnen und Gutachter aus der Universität, also meine Kolleginnen und Kollegen, die sich doch sehr Mühe gegeben haben, auch diese Arbeiten zu beurteilen. Und ich möchte auch denen jetzt einen Applaus spenden. Herzlichen Dank. Konnten heute nicht alle kommen. Aber das ist auch ein besonderes Engagement, weil sich das eben außerhalb der sonstigen Tätigkeiten abspielt. Und warum tut man das? Weil man junge Leute fördern möchte. Gell? Und das ist doch was ganz Besonderes und da deswegen auch mein herzlichen Dank. Ich selber bin auch schon mal Gutachter gewesen, also ich war in einer anderen Funktion, ich war nämlich Gutachter der biologischen Facharbeiten, ist schon ein paar Jahre her. Ich glaube, ich habe zu der Gruppe der Gutachter gehört, die ganz am Anfang mit dabei waren. Habe mich damals auch sehr gefreut über die Qualität der Arbeiten und deswegen kann ich sehr gut nachvollziehen, was damit auch an besonderem Engagement verbunden ist. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei dieser Veranstaltung. Hoffe, dass diese Veranstaltung auch in Ihrem Gedächtnis verbleibt, dass Sie geprägt werden. Ich selber will vielleicht ganz persönlich sagen, mir ist es so gegangen, damals als ich die Schule abgeschlossen habe, wie vielen Schülern, ich wusste nicht ganz genau, was ich machen soll. Ich hatte Französisch und Erdkunde als Leistungskursfächer, hatte Physik abgewählt und war eigentlich drauf und dran, Sprachen zu studieren. Mein Gebiet ist die Biologie, ja. Und dann war es so, dass wir in der Oberstufe einen Vertretungslehrer hatten. Und dieser Vertretungslehrer hat mir Biologie beigebracht, ja, moderne Aspekte der Biologie, die Genetik, Neurobiologie. Er hat mir das so beigebracht, dass es mich für mein ganzes Leben geprägt hat. Und ich denke, und ich hinterher diese Karriere auch eingeschlagen habe, also mir ein Physikbuch geholt habe, Physik nachgeholt habe, Chemie nachgeholt habe im Eigenstudium und habe mir die Grundlagen wieder beigebracht, um dann später ein Biologiestudium aufzunehmen. Und ich denke, bei aller Kritik, die man heutzutage auch an Schulen hat, also Sie werden das wahrscheinlich oftmals hören, dass eben beklagt wird, wie ist die Qualität der Schüler, sind die gut genug ausgebildet und so weiter, möchte ich meine ganz persönliche Meinung dazu sagen und indem ich Ihnen meine Geschichte erzähle, auch sagen den Lehrerinnen und Lehrern, wie toll das ist, was sie manchmal machen. Bei mir haben sie den Erweckungsfunken mitgegeben, also mein damaliger Lehrer, und ich wünsche das wirklich vielen Schülern. Und für mich als Hochschullehrer war das großer Ansporn, auch während meiner Zeit jetzt als Dozent und Lehrer in der Hochschule, dem einen oder anderen diesen Funken auch mitzugeben. Ja, und ich denke, das ist ein großes Glück und Sie haben, denke ich mal, ganz schön großen Erfolg gehabt, hoffentlich sogar über diese Schüler hinaus, die heute hier sind. Ja, also herzlichen Dank an Sie. So, dann... Ja, dann möchte ich gern Herrn Dr. Schneider bitten, die Stiftung kurz vorzustellen. Ja. Sehr geehrter Herr Professor Hoch, vielen Dank für den herzlichen Empfang. Sie haben es erwähnt, wir sind heute zum 9. Mal an der Uni Bonn und erstmals in neuen Räumen, aber ein sehr angenehmes Ambiente. Liebe Preisträger, meine sehr geehrten Damen und Herren, im Namen der Dr. Hans-Riegel-Stiftung möchte ich Sie heute ganz herzlich zur Verleihung des Dr. Hans-Riegel-Fachpreises hier in Bonn begrüßen. Es ist jetzt 9 Jahre her, wir haben es gerade gesagt, dass wir gemeinsam mit der Universität Bonn den Dr. Hans-Riegel-Fachpreis ins Leben gerufen haben. Treibende Kraft seitens der Universität war Frau Dr. Krugel, die hier auch in der ersten Reihe sitzt, und der ich an dieser Stelle nochmal ganz herzlich für Ihr Engagement danken möchte. Applaus
Inzwischen haben wir mit 12 Universitäten in Deutschland und 4 Universitäten in Österreich eine Kooperation vereinbart. Während es also für uns das 9. Mal ist, dass wir hier in Bonn den Dr. Hans-Riegel-Fachpreis vergeben können, ist es für Sie, liebe Preisträger, heute der große Tag. Heute erhalten Sie die Belohnung für Wochen und Monate harter Arbeit. Aber es war nicht nur harte Arbeit, sondern es war auch erfolgreiche Arbeit. Denn Sie haben es geschafft, heute mit dem Dr. Hans-Riegel-Fachpreis ausgezeichnet zu werden. Wir können heute 3 Preisträger in jedem der 6 MINT-Fächer auszeichnen. In der Biologie, der Chemie, der Geografie, der Informatik, der Mathematik und in der Physik. Warum fördern wir die MINT-Fächer? Wir fördern die MINT-Fächer, weil wir herausragende Kenntnisse der Naturwissenschaften, der Ingenieurwissenschaften und der Informatik existenziell für die Zukunft unseres Landes halten. Die MINT-Fächer sind nach unserer Ansicht in den letzten Jahrzehnten etwas in Vergessenheit geraten. Erst in den letzten Jahren sind sie wiederentdeckt worden. Und inzwischen sind sie in aller Munde. Aber wie gesagt, für uns ist es heute die 9. Preisvergabe. Wir waren also etwas früher dran. Es ist uns wichtig, die ausgezeichneten jugendlichen Talente auf ihrem Weg ins Studium zu begleiten und ein Netzwerk für junge Menschen im mathematisch-naturwissenschaftlichen Bereich zu etablieren. Wir haben deshalb Ende März diesen Jahres zum 4. Mal den Dr. Hans-Riegel Campus in Bonn veranstaltet. Eingeladen waren die Preisträger, die in ihrem Fach jeweils den ersten Platz erreicht hatten. 25 Preisträger sind der Einladung gefolgt. Besucht wurde das Forschungszentrum für Neurologie in Bonn und wir waren zu Gast in der Universität Koblenz im Zentrum für Materialwissenschaften. Ende Mai haben 25 Teilnehmer an unserem Wattenmeer-Seminar auf der Insel Spiekeroog teilgenommen. Alle Preisträger, nicht nur die Erstplatzierten, werden zu der im September stattfindenden Dr. Hans-Riegel-Akademie und zum Science Slam eingeladen. Der Science Slam steht unter dem Motto Party für den Kopf. An der Akademie wird der bekannte Hamburger Klimaforscher Mojib Latif teilnehmen mit dem Vortrag Verheizen wir unser Klima. Für den Science Slam hat bereits das Beiratsmitglied unserer Stiftung, Herr Thomas Gottschalk, seine Zusage gegeben. Es wird also eine interessante und unterhaltsame Vorstellung. Sie sind alle herzlich zu unserem Alumni-Programm eingeladen, die Preisträger. Die Stiftung konzentriert sich ganz im Sinne des Stifters Dr. Riegel auf die Förderung von Bildung und Ausbildung junger Menschen. In diesem Jahr sind hier in Bonn insgesamt 111 Facharbeitern von Schülerinnen und Schülern in Bonn und aus dem Rhein-Sieg-Kreis eingereicht worden. Die Geografie liegt mit 35 eingereichten Arbeiten vorne, gefolgt von der Biologie mit 29 Arbeiten und der Physik mit 22 Arbeiten. Mit Ihrer Facharbeit haben Sie den Weg zu den MINT-Fächern eingeschlagen. Ob sich damit schon Ihr Studien- oder Berufswunsch abzeichnet, weiß ich nicht. Ich kann Sie nur ermuntern, wie es auch der Professor Hoch schon getan hat, wenn Sie noch unschlüssig sind, ernsthaft darüber nachzudenken, ob es nicht das Richtige für Sie ist. Es lohnt sich. Deutschland und andere moderne Industriestaaten brauchen junge, gut ausgebildete Ingenieure und Naturwissenschaftler mehr denn je. Nach Abschluss eines technischen Studiums stehen Ihnen der Wirtschaft alle Türen offen. Bleiben Sie also dran. Die eingereichten und ausgezeichneten Arbeiten zeigen wie immer ein breites Spektrum an Themen. Ich bin gespannt auf die Vorstellung der Arbeiten und ihre Würdigung. Ich möchte allen Preisträgern im Namen der Dr. Hans-Riegel-Stiftung ganz herzlich gratulieren. Ihren Betreuern an den Schulen möchte ich für Ihr Engagement danken. Und ebenso den Beteiligten an dieser Preisvergabe. Insbesondere gilt mein Dank den Gutachtern an der Universität für ihre umfangreiche
aber sicherlich auch interessante Gutachtertätigkeit. Vielen Dank. So, wir schreiten zur Preisverleihung. Die Spannung ist hoch. Wir fangen an mit der Biologie. Dritter Platz, Biologie. Herr Max Richter, Amos Comenius Gymnasium Bonn zum Thema die Steuerung unserer Bewegung am Beispiel einer Handprothese. Bitte kommen Sie nach vorne. So, bitte bleiben Sie hier, bleiben Sie kurz noch hier, ja. Wir machen ein Foto, dieser Moment, den müssen wir genießen. Genau. Ja, so, das ist war ein sehr interessantes Thema, denn wie Sie schon am Titel hören können, geht es so um den Grenzbereich zwischen Biologie und auch Technik. Das wurde am Beispiel dieser Handprothesen auch erarbeitet. Die Arbeit ist als sehr zielgerichtet, konzise betrachtet worden von den Gutachtern. Fachlehrerin war Frau Gräser. Frau Gräser, sind Sie da? Ja, Frau Gräser hier, also auch herzlichen Dank an Sie. Weil eben die Schnittstellen, die biologischen Schnittstellen, Nervensystem auf der einen Seite, aber auch die Schwierigkeiten eben, diese Schnittstellen, das motorische Nervensystem auf die technischen Strukturen übertragen, das ist sehr gut in dieser Arbeit auch ausgearbeitet worden. Es war eine herausragende Arbeit, sachlich präzise Sprache und gesamtgestalterisch war die Ausarbeitung mit sehr viel sauberen Zitierungen von mehr als 30 Quellen als besonders beispielhaft von den Gutachtern beurteilt worden. Herzlichen Dank, großartig. Biologie, zweiter Platz. Herr Benedikt Wolf, Aloysius-Kolleg Bonn-Bad Godesberg zum Thema Epilepsie-Warnhunde. Verbesserung der Lebensqualität von Betroffenen und deren Angehörigen. Fachlehrerin Frau Schubert. So, kommen Sie bitte. Frau Schubert, wo sind Sie? Sind Sie da? Ist leider. Dann bitte sagen Sie viele Grüße und genau, herzlichen Glückwunsch. Gut. Ja, das ist auch eine sehr interessante Arbeit. Ich weiß nicht, ob Sie davon wussten, dass es eben solche Warnhunde gibt, die eben auch Epilepsieanfälle vorhersagen können. Und da ist natürlich die Frage, wie man letztendlich eben mit diesen Warnhunden umgeht, wie die in Familien integriert werden, was diese Hunde letztendlich auch erkennen. Wie die voraussagen, was die erspüren und dieser Themenbereich hat also wirklich auch eine sehr praktische Anwendung. Diese Hunde können nicht speziell trainiert werden, sondern müssen bereits als Welpen auf das betroffene Kind geprägt werden. Also da ist eine Prägungsphase notwendig und ist natürlich für die Familien eine große Herausforderung. Diese Arbeit war wegen der Originalität des Themas und aber auch wegen der besonders guten Gestaltung der umfassenden Einbeziehung von Literaturquellen eben als sehr interessant und förderungswürdig erachtet worden von den Gutachtern. Deswegen der zweite Platz, also großartig. So, Biologie, erster Platz. Frau Marie Werkhausen, Aloysius-Kolleg Bonn-Bad Godesberg zum Thema Blau. Oder doch grün? Eine Untersuchung der Blau-Gelb-Farb-Sehschwäche anhand der eigenen Familie. Fachlehrerin Frau Schubert. Bitte kommen Sie.
So, das ist natürlich was Besonderes, Frau Werkhausen, die eigene Familie, ja, irgendwo mit in die Untersuchung einzubeziehen. Und das hat sie gemacht, weil es letztendlich eben ist eine Arbeit, die also ein bisschen was mit Genetik zu tun hat, ja, weil man diese Schwäche, letztendlich diese blau-gelb-Farbsehstörung sich genetisch äußert. Man muss ein bisschen in der Verwandtschaft, in den Generationen zurück quasi gucken. Das haben sie sehr schön gemacht. Sie haben einen genetischen Stammbaum auch sich vorgenommen, 60 Personen, 5 Generationen, 13 Betroffene. Das war also eine sehr, sehr schöne Arbeit, also den Vererbungsgang letztendlich auch aufzuschlüsseln und dann die Sehstörung letztendlich zu erklären. Sie haben nach den Gutachtern letztendlich eine außergewöhnliche Arbeit vollbracht mit sehr wertvollem Inhalt. Die Gestaltung, sprachliche Form konnten absolut überzeugen und ich denke, für die Gutachter war das ganz klar der Platz 1, also großartig gemacht. So, wir kommen jetzt zur Geografie. Dritter Preis Geografie. Christina Durwen, Siebengebirgsgymnasium Bad Honnef. Migration, Titel der Arbeit ist Migration in der erweiterten EU, Migrationsmotive und Exklusion osteuropäischer Roma. Bitte kommen Sie nach vorne. Betreuender Fachlehrer, Herr Wiedemann. Herr Wiedemann, sind Sie da? Gut, sagen Sie bitte. Herzlichen Dank. In der Arbeit geht es natürlich um ein sehr interessantes Thema, Migrationsthemen. Die haben uns nicht nur in der Vergangenheit beschäftigt, sondern ist natürlich ein sehr aktuelles Thema. Es geht um die Zuwanderung osteuropäischer Roma als Teil der Migrationsbewegung innerhalb der erweiterten EU. Frau Durwen hat sich dem Thema mit großer Sorgfalt und der gebotenen Objektivität genähert und hat sich quasi der Wissenschaft über die Art und Weise, wie sie dieses Thema auch aufgearbeitet hat, wirklich verpflichtet gefühlt. Sie hat viele einschlägige Publikationen bearbeitet, beziehungsweise eben dort Daten aus diesen Publikationen herausgelöst, hat sie gegliedert, hat sie übersichtlich dargestellt und hat damit eben Migrationsströme dargestellt, Migrationsmotive, Ursachen für Diskriminierung und gesellschaftliche Exklusion dieser Bevölkerungsgruppe, also der Roma, und hat eben aber auch mögliche Wege aus dieser Exklusion diskutiert. Also eine sehr schöne Arbeit. Herzlichen Dank. So, Geografie. Zweiter Platz, Inga Hagedorn. Danke. Fachlehrer, betreuender Fachlehrer war Herr Pfeiffer. Herr Pfeiffer? Okay. Der Titel der Arbeit ist Eine Chance für Neu-Tannenbusch, Stadtentwicklung durch das Länder- und Bundesprogramm Soziale Stadt. Frau Hagedorn, die Facharbeit widmet sich der Frage, ob das 1999 erstmals aufgelegte Bund-Länder-Programm Soziale Stadt einen erfolgreichen Beitrag zur Lösung der vielfältigen sozialen und städtebaulichen Probleme des Bonner Stadtteils Neu-Tannenbusch liefern kann. Dieser Stadtteil wurde im Jahre 2008 in das genannte Förderprogramm aufgenommen, sodass eigentlich in diesen 7 Jahren jetzt eine längere Frist, angemessene Frist verstrichen ist, um die Bilanz der bisher erfolgten Maßnahmen auch zu ziehen. Die Arbeit hat diese Bilanz aufgearbeitet, hat alle relevanten Informationen zu den Menschen, die dort leben, zum Image in der Stadt Bonn
zu den städtebaulichen Maßnahmen zusammengetragen und hat eine sehr schöne wissenschaftliche Arbeit daraus gemacht. Also es gibt viel empirisches Material, statistisches Material, Kartenmaterial, Planungsunterlagen, Maßnahmenkataloge und dazu treten eben eigene Beobachtungen. Das hat die Arbeit wirklich auch nochmal zu was Besonderem gemacht. Die ist sehr stringent gegliedert und hat eigentlich sehr schön ein Fazit gezogen, was positiv, aber zum Teil eben auch kritisch ist. Und das haben wir also sehr schön gemacht. Ja. Frau Annika Händeler, Erzbischöfliches St. Joseph-Gymnasium Rheinbach. Betreuender Fachlehrer, Herr Wiedemann. Das Thema der Arbeit ist... Wollen wir ein Bild zu machen? Ein Bild, bevor ich das Geheimnis lüfte. Ein sehr spannendes, sehr spannender Titel. Anpassung des Tigers an seinen Lebensraum. Das ist also eine Facharbeit, die sich im Grenzgebiet der Biologie und Geographie befindet. Sie greift auf diesen sehr aktuellen Bereich der Biodiversitätsforschung zurück. Sie wissen, einen Schwerpunkt hier in Bonn, Museum König, aber jetzt auch im UN-Kontext, Lebensräume und Veränderung der Lebensräume durch Klimawandel, aber eben auch den Einfluss des Menschen, das ist so ein Thema. Da geht es letztendlich um diese Tierart, zwei Unterarten, zwei Großkatzenunterarten des Tigers, die Frau Händeler behandelt hat. Sie hat sich der Entwicklungsgeschichte des Tigers gewidmet in den letzten 20 Millionen Jahren, hat dann im Prinzip Umweltbedingungen des sibirischen Tigers in Russland und des Sumatra-Tigers dann auch ausgearbeitet, verglichen. Sie beschreibt mit großer Sachkenntnis die wesentlichen Merkmale der beiden Tigerarten bezüglich Körpergröße, Bau, Nahrung, Fortpflanzung und so weiter und eben die klimatischen und sonstigen geografischen Gegebenheiten, in denen diese Tierarten auch überlebt haben. Das ist eine sehr schöne Arbeit, die auch sehr reichhaltiges Material benutzt hat, mehr als 50 unterschiedliche Quellen, Monographien, Zeitschriftenaufsätze. Die Gutachter haben sich sehr gefreut und waren sehr begeistert von ihrer Arbeit. Herzlichen Glückwunsch. Dritter Platz, Mathematik. Frau Eva Meyer-Henrich, Bodelschwing-Gymnasium Windeck-Herrchen. In dieser Arbeit geht es um den Begriff der Unendlichkeit in der Mathematik. Es geht um die Unendlichkeit und ihre Auswirkungen in der Mathematik. Dabei spricht die Autorin sehr viele und interessante Themenbereiche an, die den Leser sehr beeindrucken. Auf jeden Fall die Gutachter waren sehr beeindruckt. Exemplarisch möchte ich die eigenständige und völlig korrekte Darstellung des nicht gerade einfach zu erfassenden Gödel'schen Unvollständigkeitsgesetzes nennen. Das ist ein Kommentar eines Gutachters. Das heißt, er war beeindruckt, dass sie das so gut darstellen konnten. Sie haben eine unglaubliche Leichtigkeit bei der Benutzung der Sprache auch gezeigt. Ich denke, in der Mathematik ist es ja manchmal eine Herausforderung, weil die Zusammenhänge doch sehr komplex sind und das haben sie eigentlich sehr gut gemeistert. Und sie haben viele mathematische Fragen auch klar aufgezeigt, die noch ungelöst sind. Das ist was sie in der Zukunft vielleicht adressieren können, die ein oder andere. Das heißt, die Gutachter waren doch sehr beeindruckt von der originellen Arbeit, wie gut sie geschrieben ist und wie sie den geneigten Leser fesselt und nicht mehr loslässt. Das ist ein Zitat. So, Mathematik Platz 2. Michael Lebet, Tannbusch-Gymnasium Bonn.
So, Herr Lebedt, Sie müssen mir später noch erklären, wie Sie auf dieses Thema gekommen sind. Gell? Also Wahrscheinlichkeit bei Pokerspielen am Beispiel ausgewählter Kinofilme. Da ich Kinoliebhaber bin, gell, müssen wir nachher nochmal drüber sprechen. Also in Filmen und TV-Shows sieht man immer mal wieder in Szene gesetzte Pokerspiele, die durch eingeblendete, berechnete Gewinnwahrscheinlichkeiten gespickt sind. Die Arbeit von Herrn Lebedt setzt sich als Aufgabe, dies mithilfe der Wahrscheinlichkeitsrechnung anhand der Pokerszenen in zwei ausgewählten Filmen zu analysieren. Die Arbeit, und ich zitiere jetzt, verrate Ihnen nicht die Geheimnisse, ja, also die jetzt da, die behalten wir für uns, die da rausgekommen sind. Aber der Gutachter schreibt Folgendes. Es wird geklärt bei der Arbeit, dass die Mathematik knallhart sein kann. Alle Teilnehmer hatten Gewinnchancen von über 90%. Nur Bond, also einer der Filme, konnte sich mit seinen 100% ganz sicher sein. Eine Situation beim Pokern, die technisch möglich ist und dennoch vielleicht auch nur in Hollywood verfilmt wird. Dies stellt der Autor mitreißend und begeisternd dar. So, Mathematik, Platz 1. Frau Sarah Kirinis, kommen Sie bitte, Erzbischöfliche Liebfrauenschule Bonn. Der Titel der Arbeit ist das RSA-Kryptosystem. Ja, das RSA-Kryptosystem. Die vorliegende Arbeit behandelt den RSA-Algorithmus. Es handelt sich um ein wichtiges, aber auch bereits gut dargestelltes zahlentheoretisches Ver- und Entschlüsselungsverfahren, welches in der Informatik seine Anwendung findet. Die Sichtweise des Themas besticht durch eine kurze und prägnante Darstellung, die die Mathematik genauso korrekt wie für den Leser sehr ansprechend darstellt. Es werden die nötigen Grundlagen mathematisch exakt und durch zahlreiche Beispiele anschaulich dargestellt. Viele Details werden letztendlich durch eine herausragende inhaltliche Qualität quasi validiert und Frau Kirinis demonstriert mit ihrer Arbeit ein tiefgreifendes mathematisches Verständnis. Das hat den Gutachtern so gut gefallen, dass sie den ersten Platz bekommen haben. Kommt zu den Fachpreisen für Chemie. Dritter Platz. Frau Sarah Saresadeh. Habe ich das richtig ausgesprochen? Nicht, bitte kommen Sie bitte. Wir klatschen erst mal an Kohl. Sarah Saresadeh. Okay. Herzlichen Glückwunsch. So. Ein Bild machen wir auch noch. Interessant. Gut, es geht in der Arbeit, oder die Arbeit hat den Titel, wie beeinflussen selbst hergestellte Geruchsstoffe die Konzentration von Schülerinnen und Schülern? Interessant. Der dritte Platz geht an diese Arbeit, weil sie zum Beispiel durch die besondere Originalität überzeugt. Ausgangspunkt war die Frage, ob Gerüche das intellektuelle Leistungsvermögen beeinflussen. Hierzu gewann die Kandidatin Mitschüler als Probanden, die in einem Raum Konzentrationsaufgaben lösen mussten. Der Raum selbst wurde parfümiert, einmal mit Rosenduft, einmal mit unangenehmem, schweißartigem Geruch. Die Geruchsstoffe hierzu stellte Frau Saresadeh durch Veresterung von Carbonsäuren selbst her. Diese Arbeit hat die Gutachter sehr überzeugt, weil sie auch mit Engagement und Liebe zum Detail durchgeführt wurde und ganz sicher den dritten Platz hier verdient hat. Also nochmal herzlichen Glückwunsch.
So, zweiter Platz. Fabian Brensing. Das Foto. Fabian Brensing ist vom Karl von Ossietzky Gymnasium in Bonn und das Thema der Arbeit war Kochsalz, ärmstes Mineralwasser Deutschlands, nur ein Werbegag oder medizinisch sinnvoll. Fabian befasste sich mit der Bestimmung von Chloridionen in Mineralwassern. Inspiriert wurde er durch Werbeaussagen, nach denen sich manches der Mineralwasser rühmt, besonders salzarm zu sein. Herr Brensing stellte sich die Aufgabe, den Salzgehalt über die quantitative Bestimmung des Chloridgehalts zu bestimmen. Dazu erprobte er im Schülerlabor verschiedene klassische volumetrische Verfahren, welche er umfassend und mit bemerkenswert kritischer Beurteilung beschreibt. Schließlich gelang es ihm, seine Analysemethoden so zu verfeinern, dass auch die kleinen Chloridmengen in kochsalzarmem Mineralwasser zuverlässig bestimmt werden konnten. Zusammen mit den gut recherchierten stoffwechselphysiologischen Auswirkungen von zu viel Salz auf die Gesundheit verdient diese Arbeit für Fleiß und Akribie ein besonderes Lob. So, Chemie, erster Platz. Tabea Kurbacher. So, Frau Kurbacher kommt vom Städtischen Gymnasium Rheinbach. Das Thema der Arbeit war die Wirkung von Platinkomplexen auf Tumorzellen. Es geht hier um eine biochemisch-analytische Arbeit. Dort wird gezeigt, dass Platin-Tetrachlorid eine beachtliche Antitumoraktivität aufweist. Platin-Tetrachlorid wird in seiner Wirkung mit dem lange bekannten Cisplatin verglichen. Die ganze Arbeit ist weit über dem Niveau einer Schülerarbeit. Zitat. Sie erfüllt bereits die Anforderungen eine akademische, wissenschaftliche Arbeit. Das ist wirklich ein großes Lob. Freilich profitiert Frau Kurbacher durch ihren Zugang zu medizinischen Forschungslaboren, denn Untersuchungen auf diesem Niveau mit Arbeiten an lebenden Zellen und unter Sterilbedingungen sind nur in entsprechend ausgestatteten Laboren möglich, nicht jedoch in einem Schülerlabor. Die Ergebnisse werden in einer bemerkenswert präzisen Fachsprache diskutiert. Die schriftliche Ausarbeitung von der Historie des Cisplatin als Chemotherapeutikum bis zur Absicht, dieses Heilmittel in einer modifizierten Form zu benutzen, die Beschreibung der Materialien und Methoden, all dies wird in klarer, transparenter Form präsentiert. Großer wissenschaftlicher Anspruch und besondere Auszeichnung, deswegen der erste Platz. Wir kommen zur Physik. Physik, dritter Preis. Jona Krahl. Herzlichen Glückwunsch. So, der Titel der Arbeit ist Experimentelle Bestimmung der Abhängigkeit des Luftwiderstandes von Größe und Form der Objekte. In seiner Facharbeit beschäftigt sich Herr Krahl mit dem Luftwiderstand verschiedener Körper in Abhängigkeit von Form und Größe derselben. Für seine Experimente baut er einen Windkanal, in dem er den Luftwiderstand seiner Probekörper bestimmt und dabei die Möglichkeiten und Grenzen seines Aufbaus und verschiedener Messmethoden auslotet. Er vergleicht seine Messergebnisse mit der Theorie und versucht die Abweichung mittels Fehleranalyse und Rechnung zu klären. Insgesamt überzeugte die Jury die konsequente und wissenschaftlich meist korrekte Bearbeitung des Themas, welches weit jenseits des üblichen Schulstoffes liegt.
Insbesondere der experimentelle Aufbau und die Art und Weise der Problemlösung lassen kleinere Schwächen in der theoretischen Interpretation in den Hintergrund treten, sodass die Facharbeit von Jona Krahl mit dem 3. Platz in Physik der Dr. Hans-Riegel-Fachpreise an unserer Universität gewürdigt wird. Die Gutachter haben ihre Arbeit sehr toll gefunden. Zweiter Preis in Physik, Facharbeit von Sonja Rombach. Sie ist vom St. Adelheid-Gymnasium Bonn. Frau Rombach, herzlichen Glückwunsch. Titel der Arbeit: Elektronische Messung der Windgeschwindigkeit mit selbstgefertigtem Anemometer. In der Facharbeit beschreibt Frau Rombach zunächst die prinzipiellen Schwierigkeiten bei der Bestimmung der Windgeschwindigkeit und stellt unterschiedliche Verfahren hierzu vor, um sich anschließend begründet für den Eigenbau eines Schalenkreuz-Anemometers zu entscheiden. Einen ebenfalls selbstgebauten Windkanal nutzt sie zur Kalibrierung ihres Messgeräts. Dabei ermittelt sie mittels Videoanalyse die Geschwindigkeit der im Windkanal bewegten Wattekügelchen und überträgt diese auf die Drehgeschwindigkeit ihres selbstgebauten Anemometers. Frau Rombachs Facharbeit besticht durch einen systematischen Aufbau und eine konsequente Durchführung ihres Projektes. Ihre Vorgehensweise stellt sie klar und begründet dar, sodass die Nachvollziehbarkeit der Arbeit gewährleistet ist. Die Arbeit wird mit dem 2. Platz deswegen auch gewürdigt, weil sie überzeugend dargestellt ist durch die Wissenschaftlichkeit der Vorgehensweise und andererseits durch die klare und prägnante Darstellung. Herzlichen Glückwunsch. So, 1. Preis Physik, Johannes Götz. Vom Beethoven-Gymnasium in Bonn. Thema der Arbeit war Bestimmung der Gravitationskonstante mit der Drehwaage nach Cavendish. In seiner Facharbeit beschäftigt sich Herr Götz mit der Gravitationskonstante, einer der fundamentalen Naturkonstanten. Erstaunlicherweise ist die Gravitationskonstante trotz ihrer Bedeutung nur auf ein Zehntausendstel genau bestimmt und somit eine der am schlechtesten bestimmten Konstanten der Physik. Die Messung erfolgt größtenteils noch immer nach der historischen Methode von Henry Cavendish, der 1797 zum ersten Mal den Wert der Gravitationskonstante mit einer Torsionswaage bestimmt hat. Mithilfe einer solchen Torsionswaage hat Herr Götz im Rahmen seiner Facharbeit die Gravitationskonstante ermittelt. Zunächst gibt er einen kurzen historischen Überblick, beschreibt dann das Konzept des Versuchs sowie die Durchführung des Experiments mit zwei unterschiedlichen Drehwaagen. Aus seinen Messungen extrahierte er auf zwei unterschiedliche Arten die Gravitationskonstante bis auf wenige Prozent genau und diskutiert insbesondere auch die Störeinflüsse der Umgebung. Die Arbeit von Herrn Götz überzeugt durch die klare und auf das Wesentliche konzentrierte Beschreibung des Experiments und die sorgfältige Auswertung der Messdaten. Ihre Arbeit hat die Gutachter überzeugt. Herzlichen Glückwunsch zum 1. Preis. So, wir kommen jetzt zur Informatik. 3. Preis im Bereich Informatik. Fabian Quack. In der Facharbeit von Herrn Quack geht es um das Global Positioning System, GPS.
Die Informatik-Facharbeit widmet sich der Entstehung und Geschichte von GPS-Systemen und ergänzt diesen Überblick durch eigene Ideen zur Verwendung eines solchen Systems für eine sichere Nutzung von EC-Karten. Herr Quark beschreibt in seiner Arbeit nach einer Einführung zunächst das Verfahren zur Ortung eines GPS-Empfängers und geht dann auf die Entstehungsgeschichte und insbesondere sehr intensiv auf die verschiedenen Entwicklungsstufen der Satelliten ein. Ein Vergleich zur Alternative Galileo schließt sich an, bevor Herr Quack die Nutzungsmöglichkeit zur Verbesserung der Sicherheit von EC-Karten selbstständig diskutiert. In diesem kreativen Teil macht sich Herr Quack sowohl Gedanken über die erweiterte technische Ausstattung der Karten als auch über mögliche Verfahren zur Verbesserung der Sicherheit einer EC-Kartentransaktion. Außerdem bewertet Herr Quack diese Ausführung danach kritisch unter den Aspekten Sicherheit und Alltagstauglichkeit. Die Arbeit wird nach einem kurzen Fazit durch ein Stichwort sowie ein Literaturverzeichnis mit den verwendeten Quellen ergänzt. Sie besticht durch eine klare Gliederung und Struktur, ist sehr gut lesbar, Abbildungen sind sehr gut eingeordnet und Fachbegriffe erklärt und auch in der Tiefe erklärt. Die vorliegende Abhandlung hätte durchaus auch eine Facharbeit im Bereich Geografie bzw. Sachkunde darstellen können, weil es ein Thema ist, was in diesem Grenzbereich lokalisiert ist. Insgesamt ist besonders die klare Struktur der Arbeit und der kreative Teil der Arbeit so gewertet worden, dass Sie den 3. Preis bekommen haben. Herzlichen Glückwunsch. Zweiter Preis Informatik, Anna Buchner. Frau Buchner, Analyse und Auswertung verschiedene Android-Entwicklungsumgebungen und Umsetzung eines beispielhaften Android-Projektes. Zweiter Preis, interessant. Ich selber bin Apple-Liebhaber, aber ich denke, mein Sohn hat Android, also da muss ich mir das mal genauer angucken, ob ich nicht wechseln soll. In ihrer Facharbeit beschäftigt sich Frau Buchner mit Entwicklungsumgebungen für Anwendungen, sogenannte Apps für Smartphones und Tablet-PCs unter dem weit verbreiteten Betriebssystem Android. In der Einleitung führt sie zunächst eine gute Motivation für die Thematik an und stellt die Frage, mit welchen Werkzeugen und mit wie viel Aufwand gegebenenfalls auch Programmierneulinge eine App für ein Android-Smartphone entwickeln können. Im Kern der Arbeit stellt Frau Buchner dann zwei Entwicklungsumgebungen für Android-Applikationen genauer vor. Die erste Umgebung ist Android Studio, bei der der Entwickler Kenntnisse in der Programmiersprache Java haben muss. Die Java-basierte Entwicklung für Android-Anwendungen ist im Allgemeinen sehr weit verbreitet. Die zweite vorgestellte Umgebung ist der MIT App Inventor, der keine lokale Installation einer Software benötigt, sondern online im Webbrowser abläuft. Frau Buchner weist darauf hin, dass zur Nutzung des MIT App Inventors kein spezifisches Vorwissen zur Entwicklung von Android-Apps benötigt wird. Bei der Vorstellung der Entwicklungsumgebung gibt Frau Buchner jeweils ein unterschiedliches, anschauliches Bild für eine kleine Android-Anwendung an. Im Teilkapitel Analyse und Ergebnis werden dann alle beiden Umgebungen vergleichend gegenübergestellt und Frau Buchner gibt jeweils eine Empfehlung ab, zu welchem Programmiervorkenntnisstand welche Umgebung zu wählen ist. Krönend wird die Facharbeit dann mit der Beschreibung einer eigenen Applikation abgeschlossen, die in Funktion und Umfang über die illustrierten Beispiele bei der Vorstellung der Umgebung deutlich hinausgeht. Eine genauere Dokumentation dieser eigenen App findet sich im Anhang. Toll, großartig. So, erster Preis Informatik, Raphael Materla.
Thema der Arbeit evolutionäre Algorithmen erklärt am Beispiel genetischer Algorithmen. In seiner Facharbeit zum Thema evolutionäre Algorithmen beschäftigt sich Herr Raphael Materla mit zwei Ansätzen aus dem Bereich der Computational Intelligence bzw. der stochastischen Optimierung. Er führt zuerst allgemein die Idee der evolutionären Algorithmen ein und erläutert dann die spezielle Variante genetischer Algorithmen im Detail. Hierbei beschreibt er gekonnt die vielen einzelnen Algorithmen, aus denen sich der genetische Algorithmus zusammensetzt. Die Arbeit ist sehr sinnvoll in 4 Kapitel untergliedert, ein Literaturverzeichnis mit den verwendeten Quellen sowie einen kurzen Anhang, der sehr gut lesbar ist. Die Abbildungen sind klar verständlich und transportieren den gewünschten Inhalt in kompakter Weise. Die Struktur der Facharbeit entspricht den akademischen Standards, die an wissenschaftliche Arbeiten angelegt werden. Alle verwendeten Quellen sind deutsche und englische Fachbücher bzw. Lehrbücher aus dem Bereich der evolutionären und genetischen Algorithmen, die dem gängigen universitären Standard entsprechen. Die in den Text und insbesondere im Anhang eingebundenen Quellprogramme zeigen deutlich, dass Raphael Materla nicht nur das Prinzip der genetischen Algorithmen durchdrungen hat, sondern dieses auch algorithmisch gekonnt und in einer modernen, objektorientierten Programmiersprache implementieren kann. Herzlichen Glückwunsch zum ersten Mal. Es hat lange gedauert, aber ich denke, Sie haben das, was ich am Anfang gesagt habe, auch spüren können, wie vielfältig die Themen waren, wie großartig auch die Leistungen waren. Und ich möchte Ihnen wirklich nochmal recht herzlich danken, möchte die Preisträgerinnen und Preisträger nochmal beglückwünschen, aber eben auch den Lehrerinnen und Lehrern, den Schulleitern danken, dass sie selbst so großes Engagement aufgebracht haben, um diesen jungen Menschen irgendwo auch zu helfen, das, was ich am Anfang gesagt habe, diese Bestimmung vielleicht zu finden und das, was Sie jetzt geleistet haben, vielleicht als Motivation auch zu nehmen, die nächsten Schritte in Ihrer, ich nenne es jetzt mal Karriere zu tun, die vielleicht dann auch an Hochschulen stattfindet, vielleicht auch an unserer Universität oder hoffentlich da, würden wir uns sehr darüber freuen. Also nochmal wirklich herzlichen Glückwunsch. I said if I was richer, I'd still